Pumpkinhill, finde drei Stücke des Master Emerald. Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Sonic Adventure 2 Battle. Und stehen geblieben sind wir zum letzten Mal bei diesem Level, dem Pumpkinhill, und haben uns kurz vor Schluss noch die Shovel Gloves geholt, mit welchen wir uns in den Boden graben, beziehungsweise in Wände graben können, wenn wir an diesen dranhängen. Und hier drin befindet sich ein Leben, das wir uns jedes Mal holen können, bevor wir dieses Level machen. Denn, falls wir sterben, verlieren wir dann keine Leben. Hurra! Aber hier hinten scheint schon mal kein Edelstein zu sein. Ich fliege jetzt einfach mal durch das ganze Level, um zu schauen, wo finden wir denn einen? Luftballons geben Punkte, beziehungsweise Ringe, und Ringe sind Punkte, von daher. Und hier hinten scheint aber auch nichts zu sein, leider. Ja, dieses Level ist relativ groß und es ist auch nicht so leicht wie beim ersten Level hier, die entsprechende Position der Emeralds eben zu finden. Also klettern wir mal hier hoch. Klettern, klettern, klettern. Lalalala. Jo, Knuckles ist, beziehungsweise später werdet ihr es sehen, diese Fledermaus hat auch ganz ähnliche Level in der Dark Story. Ich persönlich finde diese Level langweiliger als die anderen. Am meisten mag ich die Level von Sonic bzw. Shadow und danach kommen dann Tails und Eggman. Und hier oben, glaube ich, befindet sich irgendwo so ein. Das wollte ich nicht. Irgendwo so ein. Ja, hier findet sich ein Kristall irgendwo. Da, wo bist du? Könnt ihr in Pumpkins drin sein? Ich glaube nicht. Ah, da ist er. Hurra! Falls ihr es schon gemerkt habt, das habe ich beim letzten Mal noch nicht erwähnt. Zusätzlich zu dieser roten Anzeige erscheint noch so ein Ausrufezeichen neben uns, wenn wir uns in unmittelbarer Nähe direkt neben dem Emerald befinden. Das erleichtert die ganze Sache dann noch einmal ein Stückchen. So, gehen wir zur verlassenen Kirche hier hinten. Mit einem Friedhof obendrauf. Aber hier scheint nichts zu sein. Weiter geht's! Dieser Kürbis hat nichts. Ich finde vor allem lustig, wie die Charaktere aus Sonic so schnell von Ort zu Ort gehen und was für komische Orte es hier gibt. Zum Beispiel hier und ein bodenloser Abgrund mit komischen Pumpkin-Gebirgen überall. Also ich hätte zumindest keine Lust, hier rumzufliegen und nach meinen Master Emerald-Splittern zu suchen. Wobei mir da auch gerade auffällt, wie zur Hölle haben sich die Master Emerald-Splitter in der gesamten Weltgeschichte verteilt. Der hat doch einfach nur den Kristall zerschlagen. Müssten doch eigentlich am Boden rumliegen da. Naja, da kann man wohl nichts machen. Wo ist er? Wo ist er? Ja, hier oben wird's wieder grün. In der Richtung hier wird's... Ist der zufällig hier unten? Nee, ist er nicht. Ja, da muss ich wieder hochklettern. Ja, ihr seht, es ist relativ verwirrend, die einzelnen Stellen zu finden, wo sich die Emeralds nun befinden. Hier ist also nicht okay. Dann gehen wir hier nach oben. Hier wird es schon gelb. Ja, es ist nicht einfach, hier auf die entsprechenden Podeste zu kommen. Das heißt, hier hinten drauf ist er, glaube ich, irgendwo. Ja, hier ist rot. Müssen wir mal schauen. Hier. Ich glaube, ich muss mich hier reinbuddeln. Oder ich irre mich auch einfach. Aber ja, er war an der Wand. Da seht ihr auch, wozu wir diese Shovel Gloves überhaupt bekommen haben. Wir müssen nämlich oft genug uns in Wände graben, um dann eben die Splitter des Master Emerald zu finden. Im Hintergrund hören wir einen unglaublich tollen Knuckles-Rap. Pumpkin in the Alley. Oh Mann, ich finde die Texte zwar eigentlich hohl, aber andererseits gibt es im Spiel auch ein ziemlich cooles Flair. Die Level haben auch zugegebenermaßen relativ gute Musik, finde ich. Also, ich kenne, glaube ich, kein Level, wo die Musik nicht unbedingt gut ist und passt. Es trägt unter anderem auch dazu bei, dass ich dieses Sonic-Spiel hier unter den ganzen 3D-Sonic-Spielen so ziemlich am meisten mag. Und meiner Meinung nach auch so ziemlich der einzige Erfolg ist bei einem 3D-Sonic-Spiel, da ich alle anderen, die ich gespielt habe, eigentlich relativ schlecht fand. Zum Beispiel jetzt Sonic Heroes oder Sonic Adventure 1. Bei Sonic Adventure 1 ging noch, aber mit Sonic Heroes ging's dann rapide nach unten. Zum Beispiel dann nach mit Shadow the Hedgehog. Was haben bitte Knarren in dem Spiel zu suchen? Oder wie ist das Sonic the Hedgehog, diese neue Version in 3D, das war doch boah, so eine Liebesbeziehung mit einer Prinzessin hatte, das passt nicht, finde ich. Das passt einfach nicht.
Oder Sonic als Werwolf, was ist denn das? Ganz ehrlich, übertreiben kann man es auch. Sonic spielt man doch wegen der schnellen Geschwindigkeit und den Stunts und nicht, wenn man irgendwelche Gegner button mashen will. Das ist doch ein völlig anderes Spiel dann. Und ich frage mich gerade, wo dieser Splitter denn ist. Ich flieg mal hier unten lang. Vielleicht finde ich hier ja was. Oh Mann. Wo ist der? Wo? Vielleicht hier unten irgendwo? Nee, da kommt auch nichts. Das ist ein Gegner? Du? Warte mal. Ich glaube, diese Fernseher geben mir Tipps, wo sich der Emerald befindet. Das, na. Ja, Geister, schreck mich. Grabstein dreier Brüder. So, so. Wo ist denn Grabstein dreier Brüder? Oh Mann. Das wird jetzt wieder großartig zu finden. Die Kamera mag mich absolut nicht, denn sie dreht sich sehr komisch. Wirklich sehr komisch. Ah, komm schon. Wo ist denn der dritte? Ich brauche viel zu lang für meinen Geschmack hier. Hier oben war es nicht, da war ich schon ein paar Mal. Hier kann ich noch nichts machen. Ja, da... An diesen Relikten wird man später noch was machen können, aber da kommen wir später dazu. So, ich fliege jetzt einfach mal zu diesen einzelnen, Kürbisköpfen, die da... Oder die Kürbisköpfe darstellen sollen, heißt ja nicht umsonst Pumpkin Hill, dieses, Level. Und, schau, ob da eventuell irgendwelche Steine sind. Das kann nämlich auch gut sein. Habe ich schon erwähnt, wie wenig ich diese Level manchmal mag? Also manchmal, wenn man Glück hat und die Edelsteine an fairen Positionen sind, dann sind sie gut. Und wenn nicht, dann hat man Pech und dann ist es richtig gammelig, finde ich. Ah, gut. Ich habe fast das Gefühl, als ist hier unten der Grabstein dreier Brüder. Und da drin muss ich graben. Und hurra! Ja, da waren auch drei Grabsteine. Das macht Sinn. Beziehungsweise ergibt Sinn, weil Sinn machen kannst du ja eigentlich nicht. Und ich krieg wahrscheinlich Rang E. Wow, Rang C? Das war doch aber gerade eine richtige Katastrophe, wie lange ich dafür gebraucht habe. Naja, freut mich. Und Emblem Nummer 6. Ich glaube, ich habe vergessen, eine Ciao-Box zu öffnen, beziehungsweise zu finden. Und jetzt, naja, kommen wir halt nicht. Tag X, 18.30 Uhr war das, glaube ich. Citizens of Earth. Lend me your ears and listen to me very carefully. My name is Dr. Eggman, the world's greatest scientist, and soon to be the world's... Und offensichtlich gibt's ja keine deutschen Untertitel. Sache ist, Eggman ist auf allen Fernsehern und sagt den Leuten, hey, ich bin Dr. Eggman, der größte Wissenschaftler der Welt. Und schaut hier! Boom. Das ist die Space Colony Ark, die komischerweise eine verblüffende Ähnlichkeit mit Eggmans Gesicht hat. Und nun, alle starren voll Entsetzen. Pschiu! Erinnert uns das nicht irgendwie an Independence Day? Naja, wie auch immer. Und da schießt er mal schnell den halben Mond weg. Beeindruckendes Bild von da unten, muss man sagen. Und jetzt startet einfach nur ein Countdown. Ist schon fies, unser Eggman, ne? Look, half of the moon is gone? Eggman! Oh, that creep never gives up. But how did he manage to harness all that energy? It's got to be the Chaos Emeralds. Yeah, that's the reason they were looking for him. Tails? The Chaos Emeralds are like Agni. They have the power to attract each other. I can use that to find where Eggman is. Da kommt die Polizei wieder. Okay, Sonic übernimmt die Polizei. Hurra! Ja, und Amy bleibt stehen. Die werden wir in der Story sowieso nicht spielen können. Von daher, sie ist unwichtig. Und nervig.
Mission Street. Entkomme den Verfolgern. Ja, das ist jetzt, glaube ich, so eine Card Stage. Ach nee, es ist keine Card Stage. Ja, es ist mal wieder ein Level mit Tails. Und ich kann alles abschießen und... Das war unfair. Wie soll ich denn das kommen sehen? So, möglichst viele Punkte machen hier. Aber ich glaube, das wird gar nicht so einfach. Weil hier kaum Gegner sind. Da kann ich keine riesen Kombos machen. Hier zwischendurch. Und... Was ist da vorne? Was ist das? Leben. Diese Boxen gibt es nur in Tails-Leveln. Und wie soll ich denn die kommen sehen, bitte? Und geben mir Leben. Und wie soll ich da drüber kommen? Ich glaube noch gar nicht. Ich habe, glaube ich, noch gar keine Chance, da drüber zu kommen. Denn... Da war irgendwas, oder? Ja, da war... Unser Power-Up, die Booster. Ermöglicht dir zu schweben, wenn du den R-Knopf im Sprung drückst. Machen wir das mal. Ja, und auf die Erde kommen wir über die Abgründe drüber. Und jetzt müssen wir hier die Gegner töten. Bis dieses Gewicht nach unten knallt. Boah. Was zur Hölle? Wieso hat mir das so viel Schaden gemacht? Ringe, Ringe, Ringe. Drauf. Na, geht doch. Schneller, schneller, schneller. Ja, solche Level machen Spaß. Einfach alles kurz und klein schießen, was es gibt. Hier muss ich... Ich find's witzig, wie sich Tails mit einer Hand daran festhalten kann, seine ganze Maschine damit mitzieht. Aber das ist natürlich Tails und mit der Kraft seiner zwei Schwänze kriegt er das gut hin. Ja, in der Stadt gibt es Highways in einer Höhe von so hoch, dass man den Boden nicht mehr sieht. Mit bienenwabenförmigen Stäben, die sich nach oben und unten verschieben. Außerdem stürzen die Straßen schon ein, wenn man auch nur in ihre Nähe kommt. Das sind die Straßen, wo jeder entlangfährt. Das ist der Highway of Hell. Hahaha. Der wird zwar schlecht, glaube ich, oder? Und die Rakete müssen wir zünden, damit diese... Ach, jetzt weiß ich wieder, wie ich diese, diese Kisten kaputt mache. Das sind immer Raketen, die man dagegen schießen muss. So war das. Geh kaputt. Los. Säule. Die auf der Straße rumsteht. Wieso auch immer. Und ich finde es ja auch cool, dass das Militär so viele Roboter hat. Aber naja, das kommentiere ich mir jetzt lieber nicht sonderlich. Ach, ich glaube, ich muss auf den da drauf. Genau, so rum. Mit einem Buttonmashing kriege ich kaum Punkte. Da ist eine Chow-Box, die muss ich mir auf jeden Fall holen. Denn ich muss mich um unseren gorilla-öhrigen Chow kümmern. Hurra! Das ist Omo-Chow, was hast du mir zu sagen? Der sagt mir was von einer Falle in dem Moment, wo ich reinrenne. Ich bin so schlecht. Aber egal. Ich mache alles kaputt. Das ist das einzig Wichtige. Ich kriege die ganze Zeit 100 Punkte, Boni, die unglaublich gut sind. Es steht ja auch nur gut dran. Das heißt, sie sind gut. Wohl, offensichtlich. Die fallen, glaube ich, runter, wenn ich drauf gehe. Komm, geht hoch. Ach, oh, ich bin doof. Da hätte ich drüber springen müssen. Jetzt kann ich den ganzen Weg wieder nach oben latschen. Lal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 a. Boah, ich weiß gar nicht, was ich hier erzählen soll, während ich unnötig durch die Gegend latsche. Und drüber. Geht doch. Ja, da hätte ich eigentlich auch beim ersten Mal drauf kommen können. Und auf diese... Was ist da für ein Flugzeug? Ich muss Ringe einsammeln. Schnell. Meine. Oh Mann, ich bin so schlecht, habe nur noch die Hälfte meiner Leben. Wahrscheinlich sterbe ich noch in diesem Level und muss das Ganze nochmal machen. Yep. Ah. Ne, ihr merkt's. Der unglaublich skillige Top 94 beim Sonic-Spielen. Ich hätte vielleicht ein bisschen üben müssen, bevor ich das Spiel wieder von Anfang an beginne, weil im Moment ist es echt grausam, wie ich spiele. Es steht überhaupt nicht in Relation mit dem, was ich vor ein paar Jahren gemacht habe. Und da komme ich noch nicht durch. Checkpoint, hurra! Los, Tails, renne! Das war übrigens ziemlich knapp gerade.